sowohl bei der Wand als auch bei Wir töten Stella, aber auch bei Die Mansarde gibt es ja eine Erzählerin, die in der Ich-Form erzählt. Und diesen Text in der Ich-Form, diesen Text der Erzählerin, habe ich nicht verändert, nur gekürzt und habe versucht, schon bei der Wand natürlich sehr viel davon zu verwenden, aber auch bei Wir töten Stella ein bisschen weniger, aber doch so, dass man, glaube ich, das, worum es Marlene Haushofer in ihrer Novelle Wir töten Stella gegangen ist, zu verstehen und zu erkennen. Also für mich ist diese Treue gegenüber meinen Autoren, die die Originalwerke schreiben, immer sehr groß, weil ich eben glaube, dass man als Filmemacher zwar weiter sieht als die Schriftsteller, aber auch nur, weil man ein Zwerg auf den Schultern von Riesen ist. Und dessen bin ich mir immer bewusst, sowohl bei meinen Fernseharbeiten als auch bei den Kinoarbeiten und im Besonderen bei Marlene Haushofer. Und deshalb versuche ich ganz nah an diesem Text zu arbeiten. Mir geht es darum, nach innen zu schauen und zu schauen, wo sind ihre Widersprüche und vor allem, wo sind die Wände, gegen die diese Frau, die die Geschichte erzählt, stößt. Und das ist bei Wir töten Stella ganz immens vorhanden in der Erzählung. Da ist eine Frau, die verzweifelt versucht auszubrechen und immer wieder vor so Wänden steht, durch die sie nicht hindurch kann. Wir töten Stella ist meiner Meinung nach ja die Geschichte, bevor diese Frau in den Wald fährt und dann vor dieser undurchdringbaren Wand steht. Und trotzdem klingen hier schon diese Wandmotive und Wandmetaphern an. Ich sehe, es hat so kommen müssen. Es fing damit an, dass ich sie in unser Haus aufnahm. Hallo. Die monströse Mischung von Engelsgesicht und Teufelsfratze war mir so vertraut geworden, dass jedes reine, unbefleckte Bild nur mein tiefstes Misstrauen zu wecken vermochte. Unbehagen kroch an mir hinauf. Ich muss etwas tun. Aber ich kann nicht. Jana! Ich glaube, jeder Mensch trägt sein Gesetz in sich. Und es sind ihm Grenzen gezogen, die er nicht überschreiten kann, ohne sich selber zu zerstören.